um mit einer Allerweltsweisheit zu beginnen, nichts ist so neu, meine Damen und Herren, wie es auf den ersten Blick wirken mag. Das gilt auch für das zurzeit heftig diskutierte Thema Post-Truth, worunter ja eine Vielzahl an Zeiterscheinungen subsumiert werden kann. Gehen wir in der Geschichte zurück, dann treffen wir auf eine lange Reihe von Diskussionen, die in den gegenwärtigen Debatten mitschwingen, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Allerdings kann man sich schwer des Eindrucks erwehren, dass das heutige Niveau der Auseinandersetzung an die Spekulationskraft der abendländischen Denkriesen, ich sage mal so, der abendländischen Denkriesen, ohne Riesinnen hinzuzufügen, von einst kaum heranreicht. Was zugegebenermaßen auch damit zu tun hat, dass dem sogenannten Abendland der metaphysische Schwung und die grüblerische Tiefe seiner Ahnen weitgehend abhanden gekommen ist. Dieser Entwicklung mag man auch durchaus Positives abgewinnen, ist sie doch Ausdruck eines massendemokratischen Common Sense, der sich gegen elitäre Verstiegenheiten richtet, die letzten Endes nicht verhindern konnte, dass die Welt von Weltkriegen und anderen breitflächigen Katastrophen und Gräueln heimgesucht wurde. Zugleich allerdings gilt es zu bedenken, dass das Auseinanderdriften der Realität, worin der Durchschnittsbürger am sinnlichen Alltag, am sinnlichen digital unendlich manipulierten Schein haftet und jener anderen Realität der Abstraktion, worin sich die Spezialisten der Illusion tummeln, dass also dieses Auseinanderdriften neuartige Muster der sozialen Entfremdung und Entzweiung gebiert. Es ist, als ob wir alle in einen Kreislauf jetzt eingetreten wären, an dessen Ende zwischen Fiktion und Faktum nicht mehr unterschieden werden könnte, es sei denn in Form realer Katastrophen, deren Faktizität die Frage, ob man die Lage nicht auch anders interpretieren könne, als regelrecht zynisch oder unmoralisch erscheinen lässt. Wenn 80% der Menschheit hungert, und 80% der Menschheit hungert tatsächlich, dann hungern 80% der Menschen. Punkt. Das ist keine Frage der Interpretation mehr. Gewiss, schon Platon wusste um die Verführungskraft, die eine gut erzählte Fabel hatte. Man war bereit, sie für bare Münze zu nehmen, sofern sie die Vorurteile des Publikums bekräftigte, den ästhetischen Sinn ansprach und die Fantasie beflügelte, sodass man für einige Stunden der harten Realität entfliehen konnte. In seinem großen Dialogwerk Politeia, also zu Deutsch der Staat, vermutlich entstanden zwischen 408 und 420 vor Christus, ließ Platon seinen Protagonisten Sokrates mit den Künstlern ins Gericht gehen. Also das müsste sich heute jemand trauen, auf diese Weise. Sie seien in Wahrheit, sagt Sokrates, der Wahrheit abgeneigt. Er fänden Mythen und Lügengeschichten, allen voran der berühmte Homer. Diesem, so liest man staunend, würde in Platons Idealstaat kein Platz eingeräumt. Im Gegenteil, er würde daraus vertrieben. Allerdings war Platons zentraler Kritikpunkt an der Kunst nicht die Erfindung von Dingen und Taten, die es so nie gegeben hatte, sondern ein unaufhebbares Merkmal, besonders der Malerei und der Dichtung. Ihr Grundübel bestand laut Sokrates darin, dass sie Nachahmungskünste waren, das heißt, den sinnlichen Schein der Dinge schon für ihr ganzes Wesen ausgaben, nicht aber darauf achteten, dass die Wahrheit nur in den allgemeinen Ideen der Dinge und ihrer abstrakten Ordnung gelegen sei. So brächten die Künstler das Volk dazu, die Lüge zu verehren und in ihr zu verweilen, ja, nach ihr süchtig zu werden, statt nach dem Höheren, Geistigen, nach den Ideen des Guten und Göttlichen zu streben. Im platonischen Weltbild sind also die sogenannten Fakten allesamt Scheingebilde und nur die geistigen Gehalte,
bringen das zum Ausdruck, was bei Platon, dem Idealisten, wesenhafte Wahrheit heißt. Kein geringerer als Friedrich Nietzsche wird dann im 19. Jahrhundert, das ist jetzt ein großer Sprung natürlich, die These verfechten, dass es gerade die sinnlichen, ästhetisch ansprechbaren Fakten seien, mit denen sich der Mensch begnügen solle. Nietzsche zufolge ist Platons wesenhafte Wahrheit der Welt so beschaffen, dass sie einem Abgrund gleicht, worüber der Mensch wie auf dem Rücken eines Tigers hinwegträume. Denn würden die Menschen die Wahrheit erkennen und nicht etwa bloß den gnädigen, schönen Schein für die Wahrheit halten, sie müssten angesichts des Ungeheuerlichen im Wahnsinn versinken. Wenn Nietzsches aus Platons Ideenhimmel einen Abgrund werden lässt, in dem sich nichts findet, dem der Mensch zutraulich begegnen dürfte, so dominiert darin ein romantisches Gefühl für die Tragik unseres Geschlechts. Wir wurden von einer gütigen Natur geblendet, um auf Erden leben zu können, eingesponnen in ein Netz aus Illusionen. Dass der Mensch nicht nur aus Instinkt nach der Wahrheit strebt, sondern sie dort, wo sie aus Gründen des Überlebens, der Bevorteilung oder Ideologie gefährlich wird, auch gerne verdreht und leugnet, darüber zu reden, meine Damen und Herren, scheint fast müßig. Trotzdem ist ein Hinweis auf die Wissenschaft, die ja ihrer Definition nach eine Wahrheitssucherin sein sollte, nicht überflüssig. Denn gerade im 20. und 21. Jahrhundert wurde ihr von Kritikern immer wieder bescheinigt, unter dem Deckmantel der Faktensuche wahrheitsfremde Ziele zu verfolgen. Und dieser Vorwurf ist sicherlich nicht völlig haltlos. Im Gegenteil, sehen wir einmal von den banalen Datenmanipulationen und Tatsachenerfindungen ab. Darüber hinaus sind ja auch auf akademischem Boden die Träger von Ideen nicht davor gefeit, an angebliche Fakten zu glauben, sofern sie nur genehme theoretische Vorurteile bestätigen. Exemplarisch sei jener sogenannte Hoax erwähnt, das heißt, jene Wissenschaftsparodie des New Yorker Physikers Alan D. Sokal, die bereits klassisch zu nennen ist. Er platzierte seine Arbeit in einer Sondernummer der unter Postmodernisten angesehenen Zeitschrift Social Text. Unter dem Vorwand, sich als Naturwissenschaftler gegenüber seiner Kollegenschaft zu exponieren, verweigerte er sich diversen Änderungswünschen der Herausgeber, vor allem was den voluminösen Umfang des Anmerkungsapparates betraf. Und so wurde die Arbeit 1996 unverändert in voller Länge publiziert. Das Anmerkungsverzeichnis ist eben fast größer als der eigentliche Text. Der pompöse Titel, ich sage ihn gleich zu Deutsch, Die Grenzen überschreiten, heißt das Werk, Die Grenzen überschreiten, auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation. Also noch einmal, Die Grenzen überschreiten, auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation. Diverse Gutachter schienen von der Vorstellung, dass die Quantenphysik einen sexistischen Bias aufwies, das wird in diesem Aufsatz nämlich behauptet, also dringend feministischer Korrekturen bedürfe, offenbar derart beeindruckt, dass sie nicht realisierten, in wie vielen Sätzen der langen Abhandlung mit den Hunderten von Anmerkungen blanker physikalischer Nonsens behauptet wurde. Nachdem die Arbeit publiziert war, hat Sokal dann die Lage richtig gestellt. In der darauffolgenden Debatte war zu hören, dass es gerade das Ansehen der Naturwissenschaften gewesen sei, welches die Vertreter der Geisteswissenschaften gläubig gestimmt habe. Darin mag viel Einsicht stecken, jedenfalls sollte man bei der Debatte um das Postfaktische
diesen Gesichtspunkt nicht ganz aus den Augen verlieren. Leichtgläubigkeit ist nämlich keineswegs nur eine Folge kurzsichtiger Voreingenommenheit, sondern auch des Umstandes, dass es manche Medien und Institutionen zu Recht oder Unrecht verstehen, mit dem Anspruch höchster Seriosität aufzutreten, wie eben Social Text bis hin zu Sokals Artikel. Seitdem wie es sei, immer öfter ist zu lesen, wir lebten in der Epoche des postfaktischen und der alternativen Fakten, während gleichzeitig die realen Fakten, meist unerfreuliche, auf uns niederprasseln. Das ist ein derart eklatanter Widerspruch, dass er auf eine Tiefenstimmung in der westlichen Zivilisation hindeutet und hier besonders bei jenen Gruppen, für die das Reden über Fakten beruflich und lebensweltlich bedeutsam ist. Medienleute, Politiker, Philosophen, Ideologen, auch Veranstalter von Festivals wie jenem hier und darüber hinaus natürlich Theologen, die das Thema naturgemäß interessant finden. Nun wurden wir schon im späten 20. Jahrhundert gründlich daran gewöhnt, dass die Vordenker stets irgendeiner Form des Postismus anhingen, ob es sich um die Postmoderne, den Poststrukturalismus, was immer das war und ist, den Posthumanismus, Postfeminismus oder die Postdemokratie handelte. Das Präfix Post übte und übt auf die Zeitgeistigen eine nahezu magische Wirkung aus, auch wenn sich dahinter seriöse soziologische Ansätze verbergen. So etwa zielte der Terminus Postdemokratie nicht darauf, dass das Ende der Demokratie zu beklagen sei, sondern die demokratische Substanz sich zusehends aus dem ideologischen und weltanschaulichen, dem im eigentlichen Sinne politischen, ins Bürokratische verlagert habe. Während demnach die klassische Vorstellung davon ausging, dass der eigentliche Souverän das Volk sei, war entsprechend dem postdemokratischen Ansatz das Volk selbst zu einer Funktion verwaltungstechnischer Prozeduren und Ordnungsleistungen geworden, die von nun an das Bild des autonomen Bürgers prägten. Derlei Betrachtungen, wie sie exemplarisch der britische Politologe Colin Crouch 2005 anstellte, wären weitaus weniger funkelnd gewesen, hätten sie auf das Wörtchen Post verzichtet. Daraus spricht das geschichtsskeptische Empfinden, dass wir in der Epoche danach, wonach auch immer, lebten. Man könnte in dieser Rhetorik eine Fortsetzung der Rede vom Untergang des Abendlandes mit Hilfe eines weniger pathetischen, dafür aber umso dezidierteren Vokabulars erblicken. Unsere Kultur, die Kultur des Faustischen, wie sie von Oswald Spengler genannt wurde, ging nicht bloß unter, sie war bereits vorbei, endgültig abgelebte Vergangenheit, sozusagen tot. Für viele Intellektuelle und Kommentatoren schwang mit dem postistischen Gestus wohl auch mit, dass man eine altüberkommene, illiberale und dabei ausgehöhlte, hohle Lebensform abgelegt habe und nun frei für neue, nicht mehr humanistische, sondern posthumanistische Aufbrüche sei, frei für eine bisher ungeahnte Entfaltung des Menschlichen, die den alten Adam, seine Untugenden und Beschränkungen durch eine neue Symbiose mit hyperintelligenten Maschinen und globalen Kommunikationsformen überwinden werde. Das war die Utopie. Das starre spätbürgerliche Ich sollte der Vielfalt eines pluralen Selbst in einer multizentrischen, multikulturellen Atmosphäre Platz machen. Aber wie es so oft mit Ideen, die scheinbar eine neue Epoche ankündigen, zu gehen pflegt, heute, im Jahr 2019, wissen wir es besser. Nationalistische Verengungen sind an der Tagesordnung. Es werden wieder Zäune gebaut, um das eigene zu schützen, nicht nur individuell, sondern vor allem auch kollektiv.
Weltweite Flüchtlingsströme haben zum Hass auf Asylanten, die nun die anderen sind, die anderen, das A ist doch groß geschrieben, zur Infragestellung der Menschenwürde, der Menschenrechte und zu Internierungslagern, zu Orten also der Entbehrung und des Schreckens, die zur Zeit der Europäischen Union, um nur ein Beispiel zu geben, hunderte Millionen Euro wert sind, aktuell entrichtet an Libyen, das keine funktionierende Staatsmacht aufweist. Dafür wird in diesen Lagern systematisch gefoltert und vergewaltigt. Zugleich und konträr dazu sind Börsen, Märkte und die sozialen Medien ihrem Wesen nach global orientiert, ebenso wie die multinationalen Konzerne und transnational operierenden Verbrechersyndikate, die mit Drogen, Waffen und Menschen handeln. Im nationalen Winkel lassen sich keine Riesenvermögen anhäufen, die weltweit rasch anwachsen. Und so steht, grob gesagt, der Herrschaft des Geldes, also der Plutokratie, die sich allerorten formierende, populistisch forcierte Ochlokratie, also der Herrschaft des Pöbels, nicht einfach gegenüber. Beide Ungeheuer ergänzen einander auf zum Teil schwer durchschaubare Weise. In solch ein Szenario passt die Rede vom Postfaktischen, die freilich keineswegs geradlinig mit der Vorstellung einer wieder einmal neuen Befreiung von allen Kulturzwängen einhergeht. Es wetterleuchtet, könnte man sagen, apokalyptisch. Wenn sich die Wahrheit erübrigt, dann, meine Damen und Herren, erübrigt sich alles andere ebenfalls. Dies ist das Urteil jener, welche die Stabilität, das Gemeinwohl und den Frieden unserer Gesellschaften auf die Vorstellung eines wahrheitsorientierten Diskurses gründen. Der Austausch von Argumenten sollte bei kritischer Prüfung und Abwägung von Fakten zu gewaltlosen Kompromisslösungen zwischen den unterschiedlichen Meinungs- und Glaubenslagern führen. Nun ist das Syndrom des Postfaktischen nichts historisch völlig Neues. Um beim Einfachsten zu beginnen, schon immer wurde Politik gemacht, indem Tatsachen verschwiegen und verzerrt, Lügen und falsche Anschuldigungen verbreitet wurden. Weder hat Marie Antoinette geäußert, das Volk möge Torten essen, falls es kein Brot mehr gäbe, noch waren die antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion echt, sondern verdankten sich unter anderem der Wühlarbeit des zaristischen Geheimdienstes. In beiden Fällen handelte es sich um Trigger, deren Konsequenzen allerdings katastrophal waren. Einerseits die Blutbäder der Französischen Revolution, andererseits der Holocaust an den Juden, die Shoah. Dagegen wirkten die über das Internet verbreiteten Lügen hinsichtlich der politischen und persönlichen Untugenden von Hillary Clinton, der demokratischen Präsidentschaftskandidatin im Wahlkampf gegen Donald Trump, regelrecht harmlos. Weniger harmlos war an der Fabrikation alternativer Fakten, dass sie sich so die offiziell verbreitete Version unzähliger Trolls bediente, die im Auftrag des russischen Geheimdienstes das Wahlvolk durch digitale Desinformation beeinflussten. Doch derlei Internettechniken der Irreführung und emotionalen Aufrüstung erklären nicht den Hype, den das Phänomen des Postfaktischen erlebt. Es muss heute wohl namentlich unter den Medienfachleuten die Meinung grassieren, dass es immer schwieriger werde, die Wirklichkeit eindeutig als eine Summe aus Fakten darzustellen und informativ aufzubereiten. Sehen nicht unterschiedlich geschulte Augen Unterschiedliches, wenn sie in dieselbe Richtung blicken? Ein Kopftuch ist ein Kopftuch. Aber was bedeutet es? Darüber liegen Feministinnen, Islamisten und tolerante Agnostiker im Streit. Darüber hinaus steht, glaubt man den Anhängern des Postfaktischen, die Realität dessen prinzipiell in Frage,
prinzipiell in Frage, um was es sich bei den fraglichen Objekten, hier etwa einem Kopftuch, überhaupt handelt. Sind letzten Endes nicht alle Phänomene, wie es im Jargon heißt, mehrfach kodiert? Damit wird unterstellt, dass es kein reines, gleichsam unschuldiges Faktum gibt, sondern immer nur Sichtweisen des Realen. Aber auch dieses Postulat ist nicht neu, es grundiert vielmehr den modernen Relativismus. Eine herausragende Episode mit Langzeitwirkung sei eigens erwähnt. Seit den späten 1960er Jahren machte Carlos Castaneda, den einige von Ihnen ja kennen werden oder noch kennen werden, mit seinen Büchern über den indianischen Yaqui-Schamanen Don Juan Furore. Dessen Anhängerschaft geht rasch weltweit in die Millionen. Castaneda behauptet, Don Juan lebe in einer Alternate Reality, einer angeblich alternativen Wirklichkeit, die unsere Alltagssicht der Welt mit ihrem Einzigartigkeitsanspruch grundsätzlich in Frage stelle. Der Begründer der Ethnomethodologie, Harold Garfinkel, seinerzeit Professor an der University of California, Los Angeles, rühmte Castanedas Feldforschungsberichte. Er akzeptierte sie sogar enthusiastisch als Dissertation, ohne zu bemerken, dass er einem Gespinst aus Lügen und Phantastereien auf dem Leim gegangen war. Trotz solcher Blamagen, es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl, bleibt in den Humanwissenschaften der Erkenntnisrelativismus und Konstruktivismus der Fakten verbreitet, während sich vorwiegend im außerakademischen Bereich ein Intuitionenmystizismus breit gemacht hat. Unter dem Leitbegriff des Bauchgefühls wird einer modischen Form des Irrationalismus in grundlegenden Belangen des Lebens und Sterbens gehuldigt. Das ist eine brisante Mischung, weil sie das Aufklärungsmodell der Vernunft, das unseren Gesellschaften zugrunde liegt, in Verruf bringt und wegen des angeblich autoritären Wahrheitsdenkens als intolerant brandmarkt. Dabei war es gerade die Aufklärung, die in ihrem Kampf gegen Aberglauben, Leichtgläubigkeit und kirchlichen Dogmatismus den, mit Kant gesprochen, Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit vorantrieb. Der Diffamierung des aristotelischen Wahrheitsbegriffes, wonach ein Gedanke wahr ist, wenn er mit der Realität übereinstimmt. Ein wirklich schlichter Gedanke, diesem Wahrheitsbegriff oder dieser Diffamierung liegt ein banaler Irrtum zugrunde. Aristoteles rationalisierte bloß einen Gedanken, der sicherstellt, dass wir miteinander vernünftig reden können. Dazu ist es erforderlich, dass wir im Alltag und in der Wissenschaft voraussetzen, es könne in Faktenfragen immer nur eine einzige Wahrheit geben, nämlich die Wahrheit dessen, was faktisch der Fall ist. Wenn der Meteor kommt, dann kommt der Meteor. Und da hilft dann keine Interpretation dessen mehr, was es bedeuten könnte, dass der Meteor kommt. Wenn er kommt, dann ist er da und wenn er einschlägt, dann hat er eingeschlagen. Und wenn dann die Welt zu Ende ist und unser Leben auch, dann ist es eben so. Und das ist keine Frage der Interpretation oder, was weiß ich, irgendeiner Möglichkeit, das Faktische hin und her zu wenden, um zum Schluss zu sagen, kommt darauf an, wie wir es sehen. Wir sehen dann gar nichts mehr. Wir sind alle tot. Dass es auf die Wahrheit ankomme, dessen, was faktisch der Fall ist, machen die Skeptiker und Relativisten aus teilweise höchst fragwürdigen Motiven eine verhängnisvolle Losung. Wer dem Objektiven
also nicht relativen Wahrheitsbegriff anhänge, verrate eben deshalb einen Hang zum Absolutismus. Zur Intoleranz, zum Ausschluss all jener, die eine andere Form der Wahrheit verfechten. Doch wie am Beispiel des Meteors gezeigt, mir ist im Augenblick nichts Besseres eingefallen, das ist natürlich absurd, sieht man von religiösen und ideologischen Dogmatismen ab. Es handelt sich dabei ohnehin um keinen Ausfluss der aristotelischen Erkenntnistheorie. Wenn sich Menschen auf friedliche Weise einigen wollen, ohne das Recht des Stärkeren hinzunehmen, wird ihnen als Kriterium die Suche nach beweisbaren Tatsachen dienen, die den jeweils vertretenen Standpunkt stützen oder widerlegen. Meine Damen und Herren, ich war schon einige Male, das möchte ich hier einfügen, auf sogenannten ökumenischen Kongressen, also Kongressen, wo Vertreter verschiedener Religionen zusammensitzen und nun die Absicht haben, das ihnen Gemeinsame zu entdecken, um friedlich miteinander leben zu können. Nun, die Wahrheit ist, die Religionen müssen nur unterschiedlich genug sein, dann entdecken sie in Wirklichkeit nichts Gemeinsames, aber sie diskutieren miteinander. So, und wer hat in solchen Diskussionen Recht? Es werden die Argumente immer wieder ausgetauscht, mehrfach ausgetauscht, hin und her. Und ich hatte das Gefühl, Recht behält der, der am längsten wach bleibt. Wenn alle anderen eingeschlafen sind und einer redet noch, der hat dann Recht. Inhaltlich haben sie sich natürlich nicht geeinigt und trotzdem ist ein Effekt eingetreten, der wünschenswert ist. Sie haben sich nämlich kennengelernt. Und im Kennenlernen sind sie sich zum Teil sympathisch geworden. Ich würde sagen, zum größeren Teil meistens, weil sie waren ja alle sehr nett miteinander. Man hatte zu essen, man hatte zu trinken, man war betrunken, man war satt. Und das geht dann schon. Manchmal hat das nicht funktioniert, aber das war die Minorität. Also so geht es natürlich auch, aber das ist ein Sonderfall. Normalerweise werden wir vor allem im gesamtgesellschaftlichen Bereich schon danach trachten müssen, dass wir uns versuchen, mit vernünftigen Argumenten auf eine Position hinzubewegen, zu schauen, welche sind die stärkeren, welche sind die schwächeren Gründe. Also statt dass wir, wie Karl Popper einmal sagte, uns gegenseitig umbringen, lassen wir unsere Hypothesen, unsere Argumente sterben und behalten die, die am besten funktionieren. Wollen wir nicht im Schlamm unserer Vorurteile, Affekte und fixen Ideen versinken, sondern im Gegenteil den Verbreitern von Fake News, von obskurem, paranoischem und glaubensdogmatischem entgegentreten, dann müssen wir die Wahrheit ebenso wieder in ihr Recht setzen wie das Konzept des Faktischen. Das einen objektiven Erkenntnisbegriff fordert. Wird das Postfaktische in spielerischer Weise gehandhabt, als ästhetische Versuchsanordnung, das ist hier zum Teil der Fall, nicht in spielerischer Weise gehandhabt, als ästhetische Versuchsanordnung, als künstlerische Performance, mag es die Fantasie beflügeln. Wird es aber politisch und weltanschaulich instrumentalisiert, das sollte man auseinanderhalten, dann sind wir dabei, uns krebsgangartig in voraufgeklärtes Gelände zurückzubewegen. Wir müssen also hier schon unterscheiden zwischen verschiedenen Arten sozusagen menschlicher Lebensformen. Einerseits künstlerische und andere ästhetische Produktionen, andererseits Inszenierungen politischer und ideologischer Art. Praktisch hat die Herrschaft des Postfaktischen zur Folge, dass kontroverse Ansichten auf irrationale Weise entschieden werden. Durch Überredung, Intrige oder Krieg. Im Überlebenskampf der Ideenträger, wie eben von Karl Popper erwähnt. Kurz, jenseits der einen Wahrheit,
Und das wäre mein Schlussplädoyer gegen das Postfaktische. Jenseits der einen Wahrheit gibt es keine Zivilisation, keine Humanität, keine Demokratie. So, das war's von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.